Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil des Neujahrsexpresses 2020 hier im Fernbus-Simulator. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute fahren wir die dritte Route von Berlin nach Dresden und wie ihr gleich sehen werdet, wir fahren bald natürlich wieder realistisch, es ist 19.04 Uhr. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, das Ganze jetzt hier zu starten, beziehungsweise die Aufnahme-Session so gesehen, was heißt Session? Eigentlich ist es nur die Aufnahme dieser Folge. Es wird keine Aufnahme-Session werden, die mache ich dann morgen. Hat sich halt ein bisschen verzögert, da ich zum einen selber noch beschäftigt war mit Rendern und so weiter und so fort. Ich habe leider nicht das so rechtzeitig geschafft, wie ich es wollte. Oh, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte ja eigentlich noch. Mache ich ja gleich, wenn ich in-game bin. Wenn das Game geladen hat. Ich muss ja nochmal nebenbei eigentlich noch hochladen. Aber den Browser habe ich gerade noch nicht mal offen. Und ich habe vergessen, Microsoft Edge zu starten. Aber wir jetzt auch doch noch eine Nachtfahrt. Aber ich ich wage mal zu versprechen, dass ich. Fingers crossed. Hab jetzt sogar in die nicht vorhandene Kamera meine Finger gezeigt. Fingers crossed, dass ich das Ganze heute noch gerendert und heute noch schneide, dass ich das dann über Nacht rendern kann, die beiden Videos ich noch machen muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß das andere ist. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte den Papierkorb leeren, weil nicht mehr so viel Platz hier auf der Platte ist. Hä? Aber es wird noch reichen. Das sind vor allem auch gar nicht so wirklich Sachen auf der Platte. Doch, zwei größere Videos. Und interessanterweise ist es sogar Tag, obwohl wir 19.06 haben. Faszinierend. Dabei habe ich doch gestern auch die Aufnahme zum ähnlichen Zeitpunkt gestartet, oder nicht? Die ersten Schritte vom Hochladen des letzten Euro-Proximales 2 Videos. Noch eben kurz das Game einstellen und dann den Rest weiter hochladen. Ja, wie wir sehen können, es ist auch neblig, verdammt neblig. Und wir haben sogar noch mehr, zumindest haben wir hier in Berlin beim Depot haben wir noch Licht. Bin ich mal gespannt, wie das dann weiterhin auf der Fahrt aussieht. Wir haben ja so gesehen eigentlich eine ziemlich, das ist auch vor allem fies. Wir fahren nämlich, glaube ich, komplett über Landstraße. Kann das sein? Ich meine, wir fahren komplett über Landstraße. Mal gucken, ob ich es jetzt hinbekomme, alle Tasten richtig zu nutzen. So, Zielanzeige natürlich einstellen auf Dresden, denn da fahren wir heute hin. Zündung starten, Motor starten. Frontlicht einstellen, die Klimaanlage anschalten und damit V, glaube ich, höher stellen, genau. Machen wir wieder auf 22 Grad. Bremsen wir, schalten den Gang hoch, lösen die Feststellbremse. Denn genau, wie gesagt, wir fahren ziemlich viel Landstraße. Und dann mit dem Nebel, das könnte echt unangenehm werden. Vor allem kommen wir jetzt ja erstmal gar nicht raus, weil hier die ganze Zeit wir. Oh Gott, jetzt rollen wir sogar noch vor. Weil wir die ganze Zeit jetzt quasi. Haben wir hier noch eine Ampel oder deswegen? Ja, dann haben wir eine Ampel, das ist ja super. Falls wir hier rauskommen. Gut, ja, da muss ich halt vorspulen, ne? Zeit läuft dann noch nicht wirklich. Wobei, Zeit läuft schon, ne? Wir sollen um 19.04 Uhr ankommen. Wir können uns ja in der Zwischenzeit schon mal hier einloggen. Wie viele wollen jetzt zusteigen? Es steigen insgesamt 11 Leute mit. Um 19.06 Uhr ist Abfahrt. Ob wir das noch schaffen?
Das werden wir uns jetzt vordrängeln. Wir können uns vordrängeln, wir können uns natürlich nicht vordrängeln. Doch können wir, dann müssen wir rechts rum. Kommen wir rechts rum auch da lang? Weil irgendwie kommen wir ja eh nicht gerade weg hier. Dann müssen wir halt hier lang fahren, oder? Ich würde sagen, wir fahren einfach rechts rum. Also kommen wir hier gar nicht mehr raus. Und wir müssen ja irgendwie... Irgendwie muss es ja vorangehen, ne? Ja, genau, also, ja. Im Grunde genommen haben uns eigentlich zwei Dinge dafür gesorgt, dass wir jetzt doch um 19 Uhr fahren und nicht tagsüber. Zum einen war ich selber gar nicht mal so weit, dass ich hätte eigentlich wirklich was aufnehmen können, weil ich halt noch diese anderen beiden Videos hätte rendern müssen. Aber halt in der Zwischenzeit habe ich dann halt auch, während ich das eine Video bearbeitet habe und noch ins Rendern geschickt habe, habe ich halt Lavan geholfen, der mittlerweile jetzt auch wieder dessen PC mittlerweile hier läuft, habe ich ein bisschen unterstützt beim Nachkommentieren. Boah, das mit dem Schnee und dem Nebel, ne, ist super, super nice. Sieht so nice aus. Oh, wir können nochmal hier U, I, O und P anschalten. Aber hat eigentlich super gepasst. Also so gesehen hätte ich es eh nicht rechts früher schaffen können. Scheibenwischer, wie war nochmal der Scheibenwischer? Verdammt. Ich hab's vergessen. Was war der Scheibenwischer? Er ist ja nicht wirklich stark hier, die Scheibe am im Beschlag nehmen, so gesehen. 19:04 sind wir angeblich da. Sprich, nur 2 Minuten haben wir dann sogar noch, bis wir los müssten. Aber mit der Weihnachtsbeleuchtung ist halt echt schon nice. Also das ganze Feeling jetzt mit dem Schnee, der liegt, mit dem Schnee, der schneit und mit dem Nebel noch. Das macht schon was her. Puh. Wir fahren doch noch weiter geradeaus, gut zu wissen. Aber ich finde es auch gut, dass wir halt immer wieder was anderes haben, ne? Immer wieder andere Begebenheiten hier bei den Teilen des Neujahrsexpresses bisher. In der nächsten Folge fahren wir dann nach München, darauf dann nach Luxemburg und dann nach Hannover. Ich glaube, das werden auch somit die längsten Touren, die nächsten. Nach München zwar jetzt vielleicht nicht, ich glaube, wobei nach München könnte auch wieder ähnlich lange sein wie von Hamburg nach Hannover, nach Berlin. Aber von München nach Luxemburg und von Luxemburg nach Hannover werden ordentliche Brecher wieder. Und wieder eine rote Ampel, der fährt einfach rüber, ja moin, läuft bei ihm. Wo wir jetzt gerade in Berlin sind, ne? Ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, zumindest ein bisschen reingelesen, auch während ich das Video im Rendern hatte und mit Lavan die Folgen angeschaut habe, die er schon aufgenommen hatte. Als ich halt beim mitgeholfen habe, nachkommentieren, habe ich mich ein bisschen über The Bus informiert, das upcoming neue Spiel von TML Studios, die auch Fernbus Simulator und Tourist Bus Simulator entwickelt haben. Und das Game soll ja erstmal in den Early Access gehen, irgendwann. Und es soll im Early Access 3 Phasen geben. In der 3. Phase soll es auch einen Multiplayer geben. Also ich weiß zwar jetzt nicht, wie multiplayer-lastig das ist, ob das jetzt
so sein wird, dass man beispielsweise sagt, okay, man macht sich so eine private Lobby auf, oder ob man halt wirklich mit ganz vielen anderen Leuten auch noch fahren kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eher so ein privater Multiplayer wird. Aber ich gehe einfach nur davon aus. So, machen wir mal ein bisschen Fernlicht an. Das brauchen wir auf alle Fälle gleich noch, wenn wir dann auf der Landstraße sind. Da werden wir mit Sicherheit eine Menge mit Fernlicht fahren müssen. Wir fahren ganz, ganz schön gutes Stück. Ich glaube, mehrere hundert Kilometer fahren wir nur Landstraße. Machen wir das mal so, dann F9 und F10 steigen aus, damit die auch das Gepäck reinpacken können, und dann gucken wir mal, ob hier wer hier alles mit will. Moin, das stinkt. Bitte schön. Moin, einmal nach Dresden. Wen haben wir denn hier? Dresden passt aber. Hallo? Achso, da war ich hingegangen. Cool. Ja. Dann verschwindet der auch. Mahlzeit. Endlich mit einem Mahlzeit. Nach Tüte. Dresden möchten Sie? Natürlich, da fahren wir hin. Da waren wir Dresden, 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 kontrollieren. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von Fernbus-Simulator sehen wollt, Dankeschön. schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch gerne, ob ich irgendwelche Routen nachfahren Sie soll. wollen bestimmt mein Ticket sehen. Nein, wir fahren nicht nach Hamburg. So ein Mist. Mahlzeit, bin ich hier Mahlzeit, richtig? Dresden, Bahnhof Neustadt. Iva Hölscher, ja, das passt. Danke. Mahlzeit, Ob, bitte halt, schön. ob ich echte Strecken fahren soll oder ob ich halt andere Strecken fahren soll. War Dresden, ne? Ja, Danke. Dresden, genau. Moin, Wieder Sie wollen schreibt bestimmt mir mein gerne in die Ticket sehen. Kommentare. Jawohl, das will ich genau Sehr sehen. freundlich. Das wollte ich mich Mahlzeit, gerne hier ist machen. mein Ticket. Danke. Und wenn ihr auch mehr wisst über dieses Event Center hier in Berlin, dann Hallo, auch mein gerne. Ticket. Natürlich Dresden Bahnhof, Neustadt, Marlene Liedtke, ja. Danke. Grüezi, mein Ticket. Grüezi. Dankeschön. Guten Tag. Das Ticket. Bitte schön. Sehr freundlich. Nach Dresden, Sorry, jawohl. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, nach Dresden. Auf geht's. Mahlzeit. Mahlzeit. Ist das Und auch nochmal gültig? hier nach Dresden. Danke. Haben wir eigentlich alle jetzt mitgenommen, dann können wir jetzt uns auch wieder in den Bus setzen. Und nach Dresden fahren. Nee, halt, stopp. Wobei, Abfahrt ist 19:06 Uhr. Wir haben es 19:04 Uhr. Dann machen wir nochmal hier Zeitraffer bis eine Minute vor die Abfahrt. Gut, die eine Minute. War jetzt auch nicht ganz so relevant. Und wenn die Zeit dann umgesprungen ist, dann fahren wir los. Wie gesagt, wir fahren halt komplett Bundesstraße. Ich glaube, Bundesstraße, welche war denn das noch? War das die? Ich habe keine Ahnung. 111? Ne, 101 war es. Alles klar. Fahren wir die Bundesstraße 101 runter nach Dresden. Wir haben ja alles an. Wir fahren viel Landstraße. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Was ist denn jetzt da gerade passiert wieder? Kurz mal hier bevor. Okay, das hat sich jetzt wieder behoben. Dann können wir die Fahrt ja starten. Um 21:37 Uhr sollen wir in Dresden sein. Dann machen wir mal los. Der Fahrer muss nochmal lösen. Gucken wir gleich mal, wie viele Kilometer wir gleich haben noch, die wir dorthin haben nach Dresden. 216 Kilometer. Dann würde ich sagen, fahren wir hier erstmal vom ZOB in Berlin runter und machen danach die Ansage. Oh Gott, ist das eng hier. Freie Bahn, wunderbar.
Bus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Und das Ganze jetzt nochmal auf Englisch. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Oh. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Es war so klar, dass wir wieder von der roten Ampel stehen. Aber wir fahren jetzt auf die Landstraße. Ist das noch? Ja, das läuft noch. Ich finde das mit den Ansagen echt schon nice. Bin echt gespannt. Ja, die Fahrt, das wird echt eine wilde Fahrt. Nebel und Schnee treiben. Haben wir einiges zu tun. Kann ich da gleich wieder das Fernlicht anmachen, wenn wir hier sind, wobei man finde ich halt auch kaum einen großen Unterschied hat, ne? Das Schneetreiben ist einfach wild mit dem Nebel. Ich muss echt höllisch aufpassen. Dass ich nicht von der Strecke abkomme. Und ich muss schon sagen, ich bin schon so ein bisschen hyped, also dass das hyped. Aber ich bin schon echt gespannt und freue mich so ein bisschen auf den neuen Simulator The Bus. Bin gespannt, wie der wird. Ich werde aber auch vorher nochmal in Truro's Bus Simulator reinschauen. Und auch nochmal ordentlich Zeit rein investieren. Ich denke mal aber eher so folgenmäßig, nicht so Livestream-mäßig. I don't know. Schätze ich mal. Oh, sogar zweispurige Landstraße wird es werden. Mal schauen, werden wir mal gucken. Hat auch schon, also das, was ich bei Lavender sehen konnte von Truro's Bus Simulator, das hatte schon was, ne?
War schon nice, so verschiedene Spiele quasi in einem. Also das, was ich da gesehen habe bei Lavin, das war, fand ich schon, oh Gott, das fand ich schon echt nice. So die. Was haben wir hier, über die Autobahn oder so rüber oder über eine andere Landstraße? Das war schon echt nice, so halt. Vor allem halt, weil im Gegensatz zu Fernmuseum war da halt ein viel größer, da der wirtschaftliche Aspekt halt deutlich mehr drin war. Man halt irgendwie auch Wohnungen sich kaufen konnte oder mieten konnte oder irgendwie sowas. Und also es war schon echt, also es ist echt nice, was ich da gesehen habe. Auch Wohnungen einrichten so ein bisschen. Fand ich schon echt interessant. Allerdings, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe halt, weil ich zu sehr, ich habe das Gefühl, die Kamera ist nicht wirklich zentriert, obwohl es eigentlich zentriert sein müsste. Nee, ist glaube ich noch zentriert, sah nur gerade nur so komisch aus auf der OBS-Aufnahme. Aber da ich eigentlich ursprünglich, ich dachte mir, okay, wenn ich irgendwann alle Missionen von Busten Mathe 18 fertig habe, dann kann ich mich ja mal damit, kann ich mich ja mit Tourist Bus Simulator vergnügen. Und da ich das halt immer noch im Hinterkopf so habe, habe ich mich bisher immer noch nicht daran gesetzt, weil ich halt noch nicht mit Busten Mathe 18 so gesehen fertig bin. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen mehr von dem Denken weggehen und dann. So mich dann halt damit beschäftigen, mit dem, auch mit dem Tourist Bus Simulator. Oder ich muss einfach wirklich aktiv Busmatte 18 aufnehmen, um das halt wirklich zu erreichen. Wir haben noch 158 Kilometer bis in Dresden. Aber wie gesagt, Tourist Bus Simulator wird es auf jeden Fall auch nochmal auf meinem Kanal geben. Lavan, mit dem habe ich ja heute, oh Gott, für euch gestern, habe ich ja mit Lavan gestern. Ich sage mal einfach, ich sag einfach, wie es für euch ist, was für mich, also ich hab, nee, ich sag mal einfach, wie es für mich war. Oh Gott, diese Kurve. Also Lava ist zumindest auch im Überlegen, da ein bisschen wieder weiterzumachen. Das Ganze wahrscheinlich eher Livestream-mäßig, aber naja, werdet ihr ja sehen. Hey, das ist jetzt schon echt ein bisschen kurvenreich hier. Haben wir einiges zu tun hier. Da vorne eine Tanke. Gehen wir wieder im Überholvorgang. Wir überholen hier so ein bisschen. Wir sind ja ein bisschen schneller als das Auto. Davon haben wir noch wieder den Kollegen. Ach, und den LKW. Oh, da wird ordentlich abgebremst. Damit habe ich ja komplett. Oh, 50 hier nur. Jetzt wieder 100. Oh Gott. Gut, dass man die 50 nicht sieht, wenn man links fährt. Es ist immer schön in die Runde, in die 50er-Zone reingerast. Eine schöne gerade Straße hier. Jetzt hier ein bisschen abzukommen von der Straße wäre aber auch echt unangenehm. Voll in die Bäume rein. Die armen Passagiere. Jetzt eine Rechtskurve. Bisschen weiter raustreiben lassen. Jetzt bei dieser Linkskurve vielleicht lieber nicht. Schon ein bisschen früher mit reinlenken. Da haben wir einen schönen Bauernhof, glaube ich. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht ganz erkennen, aber auf alle Fälle ein etwas größeres Gebäude. Oh. Jetzt wird es kurvenreicher. Wir haben zwar wieder eine Leitplanke, aber. Wir wollen natürlich auch keinen Schaden haben und hier mit den Bedingungen. Unter den Bedingungen hier schneller um die, vor allem auch diese Kurven und dann unter den Bedingungen, unter den miserablen Bedingungen, da sollte man dann doch lieber gemächlicher fahren. Vor allem diesen Streckenabschnitt. Oh, hier, knappes Ding. Ja, also wie gesagt, darauf könnt ihr euch freuen und wie gesagt, Fernbus-Simulator, wenn ihr was vom Fernbus-Simulator sehen wollt, wenn ich Flixbus-Touren fahren soll, dann. Lasst es mich sehr gerne wissen. Bremsen wir wieder mal ein bisschen rein. Runter auf 70 oder runter auf 80, besser gesagt. War ganz gute Kurse mit 80 zu nehmen. Kann man bestimmt auch mal 100 nehmen, aber
Dann glaube ich doch lieber mit Lenkrad als jetzt mit rumgetippelt auf der Tastatur. 100 Kilometer haben wir noch, die Hälfte der Strecke haben wir ungefähr hinter uns. Wir müssen uns links halten, wir sind ordentlich hier wieder reingebrettert. In, ich weiß gar nicht, welche Ortschaft es gerade ist. Aber es geht jetzt weiter Richtung Dresden. Niederlande ist ja auch rausgekommen. Kann man ja auch mal in Niederlanden fahren und so. Aber wie gesagt, also wenn ihr Bock drauf hättet, ich hätte auch Bock drauf. Dann können wir gerne, kann ich gerne ein paar Videos. Machen wir mal ein bisschen das wieder. Okay, jetzt können wir eigentlich prinzipiell schon wieder anmachen. Das Fernlicht, aber das Fernlicht ist halt auch eigentlich komplett irrelevant, ne? Es bringt halt nichts. Wollen nicht so viel. Sagen wir es mal lieber so. Schon gar nicht bei dem Nebel. Ein bisschen zu weit rechts rausgeraten. Jetzt wo ich hier so mit 100 Kilometer pro Stunde über Landstraßen im Nebel, im Schneetreiben rase, stelle ich sich mir gerade die Frage, wie dynamisch ist das Spiel animiert? Gibt es auch Glatteis? Das ist eine Frage, die ich mir jetzt erst gerade stelle. In den letzten Folgen gar nicht, aber jetzt halt dann doch schon eher. Runter auf 60. Enge Kiste. Halten wir es mal rechts. Hier haben wir jetzt auch irgendwie einen Schlafplatz, Umspannwerk, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Alter Verwalter. Ja moin, ihr wisst schon, dass ich auf der Vorfahrstraße bin, ne? Ne, ich wollte nur mal fragen, ne? Ich wollte es nur mal anmerken. So, ne? So, hier. Ah, schon eine nice Winterlandschaft, finde ich. Auch allein die Weihnachtsbeleuchtung, ne? Das ist halt super nice vom Feeling. Also, das tut halt so viel zur Sache. Dann kommt bitte wieder was zu was anderem. Ich merke schon wieder, dass ich super lange wieder sitze. Oh, schön, beleuchtet der Truck wieder. Und auch die Weihnachtstrucks sind halt, finde ich, auch nice. So die so dieses Coca-Cola, Amerika-Coca-Cola-Feeling haben von den Weihnachtstrucks. Oh. Da wird es wieder ein bisschen enger die Kurve, oder ein bisschen schärfer, besser gesagt. Enger ja nicht. Also noch 60 Kilometer nach Dresden. Wieder auf 100 Kilometer, aber schon da. Dann sind wir auch schon fast da, ne? Also, ich finde auch folgenlängenmäßig ist es halt echt super. Also, für so videolängenmäßig ist es halt echt super, so von einer Stadt zur nächsten. Das passt halt super. Vor allem bei solchen etwas längeren Strecken von 200 Kilometer plus. So, wenn man mal zwischendurch noch, weil man, was weiß ich, auf der Strecke von. Boah. Wenn wir jetzt von Berlin nach Dresden noch Magdeburg mitnehmen würden, ne, dann wäre das dann wieder was anderes. Dann könnte man auch quasi zwei Städte anfahren in einem Video.
Aber na, ihr wisst schon, was ich meine. So von solchen etwas längeren Strecken, so 200 Kilometer, sind das eigentlich schon ganz gut. Gute Videolänge. Hier vorne ist es aber. Jetzt geht es bergauf und die KI fährt wieder langsam. Wir können nicht überholen, weil. Naja, Wetterbedingungen. Ne? Eigentlich muss ich auch nochmal in On The Road nachschauen, in den Truck Simulator. Allerdings ist die Steuerung halt so schlecht mit Tastatur. Allgemein ist sie ja, glaube ich, sogar nicht ganz so super. Und es wird halt nicht mal weiterentwickelt. Ne? Es gibt leider kein weiteres Update. Wenn es da wieder mal ein Update gibt, dann denke ich mal schon. Aber aktuell sieht es ja eher so aus, als ob das einfach nur gerade wieder gesellt wird hier im Steam Winter Sale oder was auch immer gerade ist. Aber das war's. Also ich finde die Weiterentwicklung da. Ja, ich weiß nicht, gut kann das entweder sein, dass ich auf Facebook mal gucken sollte, ob da wieder was ist, aber angeblich soll da ja wieder was Großes kommen, aber ich finde, so Update-Politik-mäßig ist da halt gerade echt irgendwie, ist etwas rar. Aber ich habe es zumindest noch so dahingehend auf dem Schirm, dass ich da schon gerne mal weitermachen würde oder wieder was machen würde. Weil prinzipiell gesehen war das Game gar nicht mal so verkehrt. Knappes Ding hier wieder. Auch so, dass man halt die Möglichkeit hatte, zum einen Tandem zu fahren oder halt mit einem 40 Tonner, also mit so normalen, in Anführungszeichen normalen Auflieger. Das hat ja schon was. Wir wollen weiter Richtung Dresden rein. Davon haben wir eine Baustelle. Wir gehen mal ganz rechts. Und wir sind wieder super früh da, so wie wir es halt immer sind. War eine nice Fahrt, finde ich. Nice Fahrt durch den Nebel. Ist es enger? Nee, ne? Wird einfach nur hier allgemein enger. Aber die Spur, wo wir gerade draußen sind, verengt sich nicht. Wir müssen ja eigentlich hier uns rechts halten weiterhin. Weiter geradeaus mit 60. 15 Kilometer haben wir noch bis Dresden. Weiter mit 60. Die fährt aber deutlich schneller. Interessant. Man muss also machen. Mir soll es dahingehend egal sein. Oh, Water 50. Wir erreichen Dresden. Wir sogar noch weiter in 60 fahren, aber ich mach den Tempomat schon mal auf ungefähr 50. Während wir hier die Ausläufer von Dresden, wir sind ja sogar schon in Dresden drin. Aber jetzt sind wir so richtig im Stadtgebiet. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen weihnachtlich. Jetzt sehen wir auch wieder die weihnachtliche Beleuchtung und so. Und Straßenlaternen, sofern die Straßenlaternen nicht despawned sind oder nicht. Also sofern die Straßenlaternen geladen sind, um es mal so zu formulieren. Wir halten uns mal links, denn wir müssten, glaube ich, gleich noch einmal links abbiegen. Tempomat wieder einschalten. Verdammt. Sonntagsfahrer. Nee, Sonntagsfahrer nicht. Sonntagsfahrer wird aber auch nochmal wieder aufgenommen. Dann müssen Navo und ich auch nochmal wieder was aufnehmen. Sonntagsfahrer und Fernbusse, man hätte aber auch wieder auch was. Und was man auch, wenn es wirklich so kommt, dass es für SCS, für ATS und ETS 2 so ein Private Multiplayer im Landwirtschaftssimulator-Stil geben wird, dann kann man das auch noch viel, aber gut, das können wir natürlich auch jetzt schon machen.
wenn wir das auf Schwackers MP in dort einfach rumfahren. Aber dann könnten wir auch tatsächlich im privaten Stil quasi auf einem eigenen in Anführungszeichen Server könnte man auch Sonntagsfahrer machen in ATS und ETS2. Wenn ihr das gerne sehen wollt, vielleicht sogar jetzt schon, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal, da werden Laban und ich auch nochmal im Sonntagsfahrer drüber reden. Wenn wir dann noch richtig im Projekt sind, aber irgendwie. So, das entspannte Fahren hier im Fernbus-Simulator hier mit diesem kleinen Special-Projekt ist halt, finde ich, schon ganz angenehm. Da kann man auch über so viele Dinge quatschen, dass halt einfach nur so ein nettes Ding für zwischendurch ist. Es sei denn, ihr wollt mehr davon sehen, ne? Da kann man natürlich auch was weitermachen. Aber es ist halt, es geht halt nur um Erfahrungspunkte, wenn wir es mal so sehen, ne? Erfahrungspunkte sind das Einzige, was halt irgendwie einem in Anführungszeichen hier voranbringt oder competitive ist. Mittlerweile ist es ja, bringt uns einem uns ja nicht mehr voran. Wir haben ja schon alles freigeschaltet, den kompletten Radius. So gesehen ist ja, haben wir jetzt ja mehr oder weniger zwar noch so den Erfahrungsanteil mit drin, aber wir sind ja eher jetzt arcade-lastig, sag ich mal. Das Ding mal wieder. Schalten wir auch gleich, wenn wir uns das halten. Dresden frei. Ich habe den Bosch schon mitgenommen, ich war mir aber nicht mehr sicher, ob da jetzt was links war oder nicht. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Interessant, dass da günstig gesagt wurde, aber da praktisch stand. Dann machen wir die Luke auf. Ein bisschen den Bordstein mitgenommen. Hier, ich wollte sagen, hier spawnen die Leute schon raus, weil ich aussteigen sagen wollte und dann jedoch spawnen noch gesagt habe. Ja, dann würde ich sagen, ausloggen, ne, wir sind durch. Mit der Fahrt, mit der Tour nach Dresden. 604 Punkte, Erfahrungspunkte haben wir dafür bekommen. Wir haben keine ungültigen Tickets, alles super, 230 Kilometer. Service war super nice. Verkehrsverhalten, einen Unfall gehabt. Sind nicht in der Radarkontrolle reingefahren, sehr gut. Fahrverhalten, nicht einmal Sicherheitsabstand nicht eingehalten, aber ansonsten Geschwindigkeitslimits haben wir 99%. Auf der Straße gefahren, 96,1%. Ja, okay. Dann setzen wir mal fort und morgen, im morgigen Video des Neujahrsexpresses geht es, wie bereits angekündigt, 29. am 30. nach München. Ja, das passt. Genau. Neues Express Nummer 4 wird es werden. Neues Express 4. Das Ganze als Express. Dann mal einfach NE4. Wie gesagt, es geht von Dresden aus. Beziehungsweise von Dresden Bahnhof Neustadt. Eine ordentliche Strecke ist es morgen wieder. Geht es runter nach München. Das sind 532 Kilometer. Genau, wir speichern das Ganze mal. Die zweite Strecke war ja von... die zweite Strecke... Was ist denn das für eine Distanz? Das waren nur 353 Kilometer. Also wir legen nochmal 200 Kilometer... auf unserer vierten Route mit drauf. Und wie ich sehe, ich glaube, man kann einfach nur
das dann mit 4 und so weiter benennen. Genau, wir legen ganze, ja, knapp 200 Kilometer legen wir nochmal oben drauf. Sprich, das wird eine super lange Folge morgen. Und danach geht es von München in einer ebenfalls ähnlich langen Strecke, dann wahrscheinlich unter Stuttgart an Karlsruhe vorbei, übers Kaiserslautern, Saarbrücken nach Luxemburg und danach von Luxemburg nach Hannover hoch. Also die nächsten Folgen wären einfach ultra brutal lang. Wie gesagt, wenn euch dieses ganze, ja, Special-Projekt gefällt, lasst es mich gerne wissen mit einem Like oder indem ihr es in die Kommentare schreibt, wie ihr dieses Special zum Ausklingen des Jahres und zum Beginnen des neuen Jahres findet und ob ihr ein bisschen mehr Fernbus-Simulator hier auf dem Kanal sehen wollt. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und wir sehen uns dann in einem nächsten Video hier wieder auf dem Kanal, wenn wir die Reise hier fortsetzen im Fernbus-Simulator.